5. Juli 2014. Unsere dicken Bohnen sind soweit, wir können sie ernten. Das Besondere immer an unseren Bio-Bohnen, dass die hier oben in den Endspitzen, da kann man gucken, wo man will, keine Blattläuse haben. Ein ganz paar kommen manchmal, aber die sind auch sehr schnell wieder weg. Es ist nicht so, dass wir hier gar keine Blattläuse haben. Die sind immer da, aber sie gehen nicht an unsere Bohnen. Und das habe ich schon seit vielen Jahren festgestellt. Im Biogarten hat man keine Probleme, jedenfalls ich nicht, mit Blattläusen. Dass wir welche haben, kann ich hier mal zeigen. An unseren Sonnenblumen, hier dieser einen, da passt irgendwas nicht, das beobachte ich. Da sitzen Blattläuse drin, aber komischerweise nur an ein, zwei Sonnenblumen. Die anderen, die sind wieder hier gesund. Da ist nichts. Also die Blattläuse sind da, hier sehe ich noch ein paar. Aber die machen nichts, die bekämpfe ich auch gar nicht, das lohnt sich nicht. Irgendwie sind die dann bald wieder weg. Ja, eine Nachbarin in unserem Kleingarten 73, die sagt immer, was haben sie da denn gepflanzt? Sag ich, na dicke Bohnen. Ach, Läusebohnen. Sag ich, bei Ihnen vielleicht, bei uns nicht. So, die Ernte, wie gesagt, im vollen Gange jetzt. Hier von diesem einen Busch am Beetende haben sie einen ganzen Eimer Bohnen abgepflückt und es sitzen immer noch welche dran, die noch ein bisschen nachreifen lassen will hier, ne? Das gibt dir noch mal eine kleine Nachernte. Das sind sie, und hier, wenn ich mal einen aufmache, ne, ist das nicht ein Bild, diese schönen Bohnen. Das ist hier Hangdown grünkernig. Ausgesprochen lecker. Wir machen die dicken Bohnen zur Hälfte mit Möhren, halb Bohnen, halb Möhren. Ausgesprochen leckere Geschichte. Ja, jetzt geht es dran, die Bohnen auszupalen und einzufrieren. Kurz blanchiert, eingefroren, immer so in 400 Gramm Päckchen, 500 Gramm Päckchen. Dann ist das ein toller Wintervorrat. Das war's erstmal für heute.